Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück, da wo wir das letzte Mal ausgelockt haben. Wir werden jetzt einmal gemeinsam zum Händler fahren. Wir haben 203 Ruhmpunkte. Kleine Warnung vorweg, wir werden in dieser Folge nichts anderes sehen, wie mich beim Händler verkaufen. Die Folge wird auch ein kleines bisschen kürzer, denn die Folge ist nach dem Livestream. Ich bin noch nicht zum Aufnehmen gekommen, möchte aber unbedingt mein Zeug kaufen. Geld ausgeben heute noch. Das heißt, ja, wir werden auf jeden Fall die Schalldämpfer kaufen. Wir werden die Ziffernrohre kaufen. Wir haben die 200 Ruhmpunkte, damit können wir das endlich machen. Wir fahren jetzt einmal zum Händler nach und nach Z0. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben oder ich noch ein bisschen Zeit habe, die Aufnahme soll so eine halbe Stunde laufen, dann ist nämlich schon 12 und ich würde gern ins Bett. Deswegen nicht wundern. Bin ein bisschen fertig nach dem Livestream. Aber ja, haben wir heute nur dementsprechend verkauft. Wenn euch das nicht interessiert, skippt einfach idealerweise dann die Folge. Mehr werden wir tatsächlich heute nicht sehen. Wir machen uns dann wieder auf den Weg nach oben nach dem Händler und werden dann tatsächlich Richtung Schneebion wieder fahren. Ich möchte unbedingt beim Gefängnis nochmal vorbei, denn wir haben Schraubenzieher ohne Ende. Ich kann Leute totschmeißen mit Schraubenziehern. Und ja, deswegen. Moment, nee, das passt noch, oder? Ja, das passt noch. Der Weg ist tatsächlich ein bisschen scheiße, aber wir sind da. Ja, wir sind da richtig. Wir müssen dann. Wo müssen wir denn lang? Da runter. Eigentlich geradeaus, oder? Darf mein Auto nicht schrotten. Wobei, wir können uns alles leisten. Wir haben jetzt 14.000. Das ist jetzt zwar nicht... Der eine oder andere wird sagen, das ist Witz. Für mich nicht. Das reicht mir tatsächlich. Wir haben fast keine Ausgaben. Wir haben 3 Waffen, Cleaning Kits bereits gefunden. Wir haben eine MK18. Wir haben eine Hunter gefunden. Die große Hunter gefunden mit der 30-06er. Ich sage immer 306, glaube ich. Aber es ist eine 30-06er Munition, glaube ich. Sehen wir gleich. Aber ich glaube wirklich 30-06er. Aber 306. Macht doch nichts draus. Ich sage viele Dinge falsch. Schraubenschlüssel, Schraubendreher. Ich habe ab und zu mal ein paar Wortfindungsstörungen. Ist normal bei mir. Aber wir kommen klar. Ihr versteht mich, ich verstehe euch. Das passt schon. So, also einmal zum Händler. 203 Ruhmpunkte. In der letzten Folge haben wir noch den Bunker ja gemacht. Da haben wir ein bisschen was in Ruhe rausgezogen. War eher enttäuschend tatsächlich. Also war jetzt nichts Premium-mäßiges dabei. Was jetzt mega krass gewesen wäre. Gerade Waffen war echt eine Nullnummer. Die eine Schrotflinte, die ist halt auch richtig scheiße. Ich meine, was willst du mit einer Zwei-Schuss-Schrotflinte? Du kannst mit einer Zwei-Schuss-Schrotflinte arbeiten auf Servern, die ab jetzt mal eins, also die Standardeinstellung. Wenn du die drin hast, kannst du mit einer Zweiläufigen arbeiten. Bei den Einstellungen, die wir haben, es kommen immer mehr wie zwei Puppets. Und dann funktioniert es einfach nicht. Du kannst nicht nachladen, während drei andere an deinem Arsch kleben. Für Häuserkampf, auch in Bunkern und so weiter, hast du eigentlich immer mehr wie zwei vor dir stehen. Deswegen, ja, nicht wirklich umsetzbar. So, wir fahren den offiziellen Weg. Ich möchte mein Auto nicht weiter demolieren, wie es ist. Sind wir mittlerweile Fahranfänger? Also tatsächlich das Handling, das merkst du, ist besser. Wie weit ist denn dieser Weg? Wir müssen halt jetzt diesen blöden Berg rauf, Berg runter fahren. Und diese 17, die ziehen sich. So, jetzt sind wir beim Händler, sehr schön. Also wir werden jetzt gleich erstmal alles verkaufen, was wir verkaufen wollen. Das ist eine Menge. Das wird tatsächlich auch ein bisschen dauern. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Aber schauen wir mal. Und dann werden wir erstmal einkaufen. Und ich nehme an, wir werden locker... Boah, 12.000 werden wir, glaube ich, liegen lassen. Mit Sicherheit. Eher mehr sogar. Wir werden wahrscheinlich alles Geld, fast alles liegen lassen, was wir haben, ohne dass wir eine Waffe kaufen. Habe ich gerade ein Puppet getriggert? Nein, oder? Kann sein, dass wir gleich wieder Puppets hier drin haben. Das hatten wir das letzte Mal schon. So, wir nehmen jetzt erstmal das, was wir haben. Und verticken das. Was wir davon nicht brauchen. What's up? Moin. So. 163, das lohnt sich. Der Kompass lohnt sich. Das Waffen Repair Kit war tatsächlich das Beste, was wir rausgezogen haben. Die Granate, ja. 1200 für das. Das ist halt geil. Boah, 1900 wäre das Schalenschutzanzug wert. Aber den würde ich sogar behalten wollen, weil... das tut weh, den würde ich gerne... Also 2000 ist... Boah. Aber... Brille können wir verkaufen, ja, aber doppelt der Helm brauchen wir nicht unbedingt. Die Spritze, habe ich keine Ahnung, was das hier ist, aber ich glaube, damit kannst du vielleicht... Phoenix Tears, genau. Damit können wir Phoenix Tears vom Brenner transferieren. Cool. Wenn Brenner blutet, wenn wir den zu Bluten bringen, können wir den transferieren. Die verkaufen wir tatsächlich, die Claimer, wir können damit nichts anfangen einfach. Die Gasmaske haben wir mittlerweile auch schon, können wir auch verkaufen. Den Kompass können wir verkaufen. Was haben wir noch? Buschmesser. Alright. Haben wir eigentlich auch einen Haufen. Können wir auch verkaufen. Die Waffe lohnt sich einfach nicht. Für 200 behalte ich die Waffe, ehrlich gesagt. 3000 sind das mal. Locker flockige. Die wir damit kriegen. Nett.
Nett. So, kleinen Moment. 70er Schloss, Schloss einbauen, Schloss entfernen, 100er Schloss. So, dann haben wir behalten. Das hier behalten wir. Achso, behalten Kiste ist voll. Problem. Kleines Problem. Gut, den Anzug behalten wir, die Waffe behalten wir, das Schloss wollen wir verkaufen, das Waffen-Repair-Kit behalten wir, definitiv. Die Munition behalten wir definitiv auch alles. Dann müssen wir das erstmal hier zwischenlagern. Den Rissadapter behalten wir auch mal. Wir müssen uns allerdings lustigerweise einen anderen kaufen. Dann haben wir hier die Verkaufskiste. So, fangen wir mal an. Wir haben einen Pompetellen. Der kann weg. Das kaufst du nicht, das Soldatenshirt kauft er. Das kauft er nicht, das kauft er nicht, das kauft er nicht. Das Smartphone kauft er. Ich glaube, das hier kauft er sogar, den Parksensor. Kochbücher kauft er nicht. Die Handgranate können wir verkaufen. Die Schlösser, Antibiotics. Das hier wollen wir loswerden. Den CD-Spieler kauft er. Kauft er einen Baseballschläger? Ah ja, die Schrotflinte müssen wir noch verkaufen. Das reicht erstmal. Also wir sind jetzt schon bei 17.600. What's up? Wir haben gar nicht so viel. Guns, come on, loaded. Das behalten wir. Der hier, 200 die Ding, 200 da, 16 da. Sehr schön. Der 161 der CD-Spieler, wobei der so kaputt ist. Also ihr könnt euch denken, was das Ding sonst wäre. Das kleine Ball behalten wir. Wir haben zwar zwei Stück, aber that thing registered. 700 immer nochmal. Wir sind jetzt nicht so drauf angewiesen. Cares. Die Schrotflinte können wir verkaufen, die Baseballschläge können wir nochmal verkaufen. Sind nochmal 600. 18.999, cool. Sehr schön. So, dann haben wir die Spitzhacke. Den Baseballschläger können wir verkaufen. Den Rest kauft alles der Militär-Heini zumindest jetzt nicht. Das kann hier rein, das kann hier rein. Dann gehen wir mal zum Medi-Heini. Ich glaube, Medi-Heini kauft uns das Zeug zumindest alles ab. Das hier, das hier. Ich weiß gar nicht, ob der die Handschuhe kauft. Ich glaube, die hier auch. Noch ein Baseballschläger. Ein Schlagstock. Ich glaube, das müsste auch nochmal einiges bringen. Also das, was wir haben, das war halt guter Loot. Also 18.000, 4.000 haben wir schon gemacht. Hier auch nochmal 100, da nochmal 100. Obviously. Da, wow. Blaze-Schläger. How you... Keine Ahnung. Was ist das? Boin? Boin? Ist es D? B? Keine Ahnung. Das ME-Paket? Nö. Okay, den Rest kauft er alles nicht. Den Schläger verkaufen wir mit 800, sind das. Kidding. Nobody geil. Cares. 19.000. Da haben wir 20.000. Medizin ist hier nicht vorhanden. Ach, du bist hier allein, oder was? Schade. Gut. Bei ihm werden wir aber gleich richtig Kohle lassen. Stelle, wie gedacht, das verkaufen. Unrichtig lukrativ. 6.000 haben wir schon fast gemacht. 6.000 haben wir schon fast. So, hier bei dem Händler kaufe ich auch relativ wenig, oder verkaufe ich auch relativ wenig normalerweise. Jetzt ist dann die Frage der Kiste. Haben wir hier noch was, was wir... Nee, den Rest behalten wir eh alles. Da sind nur Metallscraps drin. So. Kiste, Kiste, Kiste. 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 Welcome, welcome. So. Die behalten wir. 20 dafür. 37, 56. Cool. Die Handschuhe will er nicht. Die Batterie behalten wir. Das hier kann auf jeden Fall weg. Schraubenzieher verkaufen wir nicht. Das verkaufen wir auch nicht. Das Schloss für 200. Die Zigaretten. Das hier. 251. Die Spitzhacke. Das lohnt sich tatsächlich. Das sind auch nochmal 600. Damit haben wir 20.500. Sehr hübsch. So. Nee, anziehen bitte wieder. Danke. So, dann haben wir die Kiste. So, einmal die Truckerjacke. Das Ding hier. Das Teil hier. Das Ding. Das Messerchen. Die Schlösser. Das, das, das. Da darf ich nicht doppelklicken, sonst ziehe ich das Ding an. Das hier müssen wir uns reparieren. Es würde sich, glaube ich, sogar lohnen, wenn wir die Masken nochmal vorher reparieren. Das hier können wir doppelklicken, das hier können wir doppelklicken, das hier können wir doppelklicken. Das kann hier hin, das kann dahin. Das hier, das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier.
So, ganz kurz. Die Masken reparieren wir einmal. Das bringt auf jeden Fall einiges an Kohle. Und wir haben im Moment die Repair-Dinger eh übrig. Wenn nicht, kaufen wir uns einen Faden. Den haben wir da definitiv mitgewonnen. Dann einmal verkaufen. Here's what I've got. Ach, guck mal, die Kochbücher für 56 ist okay. Maske 100, hier 100, da 100, da ein paar Schlösser. Das. Das Kleinzeug läppert sich dann auch schon wieder zusammen. Das hier auch, das auch. Sind 900. 21.000. Gut. Die nächsten. So, das hier. Das. Die Masken müssen wir reparieren. Die Tasche hier ist tatsächlich relativ enttäuscht. Hier, das Schloss 744. Das lohnt sich wiederum. So, das hier rein. Dann die Kochbücher. Das sind alles nur die doppelten Kochbücher, die wir haben. So. Verkauf. Nicht verkaufen. Verkaufen. Die Maske müssen wir reparieren. 700 dafür. Das hier, die Zigaretten lohnt sich eigentlich nicht. Die Maske muss repariert werden. Die genauso. Das hier und das hier. Auch nochmal. 1300. Das Schloss hat es rausgerissen. Das hier reparieren. Wir bräuchten Nadel und Faden gerade nochmal. Nadeln haben wir eigentlich hier drin, oder? Achso, müssen wir nochmal ins Auto. Wir machen erstmal bei Verkauf weiter. Wir haben das Ding hier, den Rucksack. Das hier, Wanderschuhchen. Okay. Ach. So, Fail. Die haben wir wieder angezogen, oder? Ja, sehr schön. Dann verkaufen. So, das. Also die Kochbücher tatsächlich lohnenswert. Okay, die werden wir nicht reparieren, die verkaufen wir einfach so mit. Aber die Masken wären echt schade drum. Findest du ja mittlerweile doch relativ selten. Die hier, 165, die Maske, cool. Und die ist noch nicht mal repariert. 712, verkaufen, ja, möchte ich. So, kaufen, Handwerksmaterial, Faden, 200, gekauft. Machen wir uns schnell nochmal Nadel mit Faden. Und zwar haben wir hier auf jeden Fall Nadeln irgendwo drin. Jetzt muss ich sie nur finden. Da ist schon mal mindestens eine. Also bei den Masken, finde ich, lohnt sich das Hochreparieren. Bei allem anderen muss jetzt nicht unbedingt sein. Klar, wenn du alles hochreparierst, ziehst du immer den besten Nutzen draus. Es gibt manche Dinge, die lohnt sich. Ich finde, die Masken lohnt sich. Der Rest, ja, diese 200, 300 ist mir der Aufwand dann nicht wert. Du kommst ja trotzdem an deine Kohle. Hast du jetzt repariert? Ah ja. So, jetzt haben wir die bei 100%. Die hier reparieren wir nochmal durch. Hat uns jetzt 2 Aufladungen auch nur gekostet. War jetzt nicht die Welt. So, Kiste auf. Dann haben wir Tagebuch. Bin mal gespannt, was es wert ist. Die Gummistiefel, die hier müssen wir reparieren. Die Kabel kauft er nicht. Und der dürfte eh leer sein, oder? Nee, Panzertape ist drin. Mal einer an. So, leer. Das hier noch und das hier noch. Dann ist die Verkaufskiste leer. Okay. 10. Also das Tagebuch ist nichts wert. Hier 208. Ja, wir haben sie nur bis zu 50% reparieren können. Ist nichts wert. Schade. Okay, das war jetzt für die Tonne tatsächlich. Fürs Klebeband gibt es mir 9. Komm, verkaufen wir. Wir sind ja jetzt so nochmal 500 oben drauf. Das sind dann 23.000. Ja. Okay, das war jetzt... Das Spiel hängt. Achso, den Rucksack noch. Here's what I've got. Boah, 200, auch nochmal, sehr schön. Tschö. Okay, mein Schwert haben wir noch, sehr schön. Ganz wichtig. So, Kiste wieder raus, schleppen. Make sure to stop by again. Gut, dann haben wir die Behaltenkiste, die Kiste hier. Das ist mein Waffenrucksack. Hier wäre auch nochmal Repair Kits gewesen. Leider zu spät gesehen jetzt. Die Jacke behalten wir, den Strahlenschutzanzug behalten wir. Wir können ja nochmal ordentlich Kohle machen. Den Generator behalten wir tatsächlich auch. Wir sind halt leider recht voll. Was die Items angeht. Aber wir haben 24.000. Wir waren bei 14. Wir haben 10.000 gemacht. 10.000.
Das ist ordentlich. If you want me to buy that, you better give. So, wo ist das Krankenhaus? Ambulanz. Ambulanz, Ambulanz, Ambulanz. Da ist Ambulanz, oder? Ganz dahinter, letzten Eck. 24.000. Und 204 Rupien. So, und jetzt kommt hier nochmal ein bisschen was dazu. Antibiotics. Ah, gut, Antibiotics behalten wir mal. Die behalten wir auch. Die hier verkaufen wir. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aktivkohle, Schmerztabletten, den Verband, Vitaminpillen. Sind nochmal 1000, oder? 700 nochmal oben drauf. Sind bei 25.000. So, den Angelheini bräuchten wir noch. Keine Ahnung, wo der ist, ehrlich gesagt. 25.000. Nicht schlecht. Da hinten irgendwo wahrscheinlich. Kann man auf den Hochstand drauf und liegt da Zeug... Da liegt aber kein Zeug drauf, oder? Ich war noch nie auf dem Hochstand. Liegt da Zeug drauf? Wäre cool. Nee, schade. So. Eine Walnuss liegt da drauf. Cool. Also du kannst hier natürlich auch die Autofax plündern, aber... Das ist der Amori-Typ. Ich habe keine Ahnung, wo der Fisch-Heini ist. Aber gut. Können wir das... Ja, das können wir tragen. Ob wir jetzt die Köder hier verkaufen oder nicht, ist relativ wurscht. Gut. Dann würde ich sagen... 217 für so eine Granate ist auch nett, übrigens. So. Jetzt wird's spannend. Also, wir haben 25.000 ziemlich genau glatt und 7 Dollar im Moment einstecken. Wir haben kein Bargeld. So, wir haben die Möglichkeit, jetzt einzukaufen. Und zwar kaufen wir jetzt erstmal Fernkampfwaffen. Wir können jetzt alle Waffen kaufen. Also, wir könnten auch Gewehre kaufen. Wir könnten uns so eine Carbonhunter kaufen, zum Beispiel. Für 13.000. Wir könnten uns hier für 26.000. Okay, nicht ganz, aber fast eine AWM, AWP kaufen. Boah, SVD kostet 36.000. Wir haben aber schon einen Schalldämpfer und alles dafür. Aber wir haben immerhin die hier, die ist erstmal schick für uns. Wir können uns auch eine AK leisten, 16.000. Wir können uns sogar alle Waffen leisten. AK-15, cool. Ist die neu? AK-15? Nee. Unser MK-18. Hier auch Magazine, Munition. Aber wir wollen jetzt erstmal natürlich ausrüsten. Auch Granatwerfer wäre drin für 21.000. Sogar, okay, 33.000 die M249. Und 28.000 die RPK. Die M249 wäre cool, aber die finden wir bestimmt irgendwo. 33.000 ist ein Wort. Holla die Waldfee. So, also folgendes. Erstmal Schalldämpfer. Wir brauchen Schalldämpfer für die MK18. Boah, der Kaliber 12 für die Schrotflinte wäre auch cool. Boah, Karabiner 8, boah, auch okay. M1 Schalldämpfer. M9, MK18 Schalldämpfer. Sind schon mal 13.000. Dann brauchen wir einen Schalldämpfer für die SVD. Den haben wir. Boah, der kostet 6.000. Die SVD ist schweineteuer. Holla, die Waldfee. Das ist der 308. Nee, der hier. Den brauchen wir. 3006 Schalldämpfer. Nochmal 3.000. Also sind wir schon bei 6.000. Ist teuer. 7.000 sind wir sogar schon. Boah, okay. Dafür haben wir die MK geschalldämpft und unsere Sniper geschalldämpft. Dann brauchen wir Schienen. Wir brauchen tatsächlich einen Riss. Nee, eine improvisierte Schiene. Rissadapter geht da nicht. Okay, die improvisierte Schiene müssen wir bauen. Die können wir gar nicht kaufen. Weil für das Zielfernrohr. Ah, Vampire Scope, das ist das Nachtsichtgerät, Zielfernrohr. Ganz geiles Zielfernrohr ist die P223. P223, das ist ein richtig cooles Zielfernrohr, weil es hat 4-fach Zoom, 8-fach, 16-fach Zoom. Alle anderen, bis auf das ACOG, aber die anderen haben wirklich beschissenen Zoom. Kostet 5.000. 12.000 sind wir schon los. Das brauchen wir allerdings. Dann haben wir den... Genau, und ich hätte gerne noch ein anderes Zielfernrohr, ein Visier. Wir haben dieses MRO-Rotpunktvisier, glaube ich. Das haben wir. Ich hätte aber gerne ein anderes für meine Waffe. Und zwar das OKP. 2.000. 14.000. Okay, 14.000 sind wir los. Also 10.000 haben wir auch noch übrig. 14.000. Dann haben wir die beiden Waffen geschalldämpft. Also unsere Hunter. Unsere MK18.
haben für beide neue Visiere. Für die Hunter brauchen wir noch einen improvisierten Rissadapter oder Adapter eben, damit wir das Ding draufkriegen. Passt aber drauf. Okay, sind 14.000. Ja, das OKP hätte man nicht unbedingt gebraucht, aber ich will es einfach. Was ist teuer. Und er gibt uns für sowas, gibt er uns 300. Wir haben gerade 3.000 bezahlt. Das ist einfach mal, das ist ein Witz. So, wir haben jetzt noch 10.000. Wir haben Magazine für die MK18. Wir haben Magazine für die Carbon Hunter. Die Frage ist, wie viele? Ich glaube, das reicht erstmal. 2.000, da gehen wir notfalls nochmal zum Händler. Munition ist zu teuer. Kaliber 22 Munition ist günstig. 300 ist okay für Munition. Die 3006er. Die ich gerade nicht sehe. Hier übrigens die 50er kosten 1.000er. 2.000 die Panzerbrechen. Das ist ein Wort. Auch hier 9mm 699 geht noch. Schrot ist auch relativ günstig. Ich finde nur gerade die 3006 nicht. 338er. Wahrscheinlich, weil der Name überlappt. Bist du 3006? Nee. 308. Wo steht denn das überhaupt? 338er Munition. 338. 3006 gibt es gar nicht, oder was, bei ihm? Oder tatsächlich einfach, weil es überlappt. Ich sehe keine 3006er Munition. Und die hier, 1700, ist die MK18 Munition. Aber die können wir herstellen. Ich sehe keine 3006er. Ach, hier unten. 1200. Au, auch teuer. Aber die stellen wir her. Pfeile. Weiß ich gar nicht. Können wir aber nochmal Metallpfeile in den Pack mitnehmen. Nehmen wir nochmal 12 Metallpfeile mit. Sind 400. Das sind Preise, die gefallen mir. 12 Pfeile, 400. Damit töten wir locker 30, 40 Puppets. Okay, Guns, was brauchen wir noch? Security reasons. Das haben wir eigentlich. Obviously. Wir haben die Magazine. Wir haben die Zielfernrohr. Wir haben den Schalldämpfer. Wir haben die Waffe. Ach ja, Schleifsteine. Waffen-Repair-Kit 9000. Auch interessant. Okay, wir haben alles. Wir haben jetzt noch 9000 übrig. Ah, es hat Geld gekostet. Das hat richtig Geld gekostet. Aber wir haben es ja auch. Und wir werden jetzt immer mehr Geld kriegen, weil wir haben wirklich viel, was wir auch einfach so... ich hätte noch viel mehr Geld rausholen können. Wir haben jetzt locker noch, keine Ahnung, im Wagen liegen locker nochmal 10.000, 20.000, eher nochmal 20.000. So, ich brauche allerdings, Dietrich nicht, ich brauche Schleifsteine. 2-2. Aber da hätte ich gern zumindest einen. Einen Schleifstein hätte ich gern, dass wir unsere Waffe schleifen können. Den sollten wir allerdings, der ist teuer. Den sollten wir nur benutzen, wenn wir es auch wirklich brauchen. Dann auf jeden Fall, Bleiblade könnte man kaufen. Den Schleifer für 6.000 können wir jetzt kaufen. Dann können wir an unserer eigenen Werkbank zu Hause reparieren. Ich will den aber finden eigentlich. Faden ist mir auch zu teuer. Schießpulver brauchen wir eigentlich auch nicht. Nee, eigentlich den Rest brauchen wir nicht. Ach, guck mal, du kannst hier eigentlich Ziegelsteine kaufen? Nee, das leider nicht. Schade. Kannst alles kaufen, aber keinen Ziegelstein. Zementsack könntest du kaufen. Waffen auch nicht. Kleidung. Ja, weiß ich nicht. Schwarzer Rucksack wäre zwar cool, aber das finden wir alles. Ganz ehrlich, da ich keinen Bock mehr, das Zeug zu kaufen. Rein Interessen halber. Bei der Bank, wir haben zweimal Goldbahn. Wir können noch Goldbahn und mehr als 7500 übrig. Wir haben aber eigentlich alles, was ich brauche. Ganz kurz. Come in. I'll have a look. Hast du mittlerweile Strahlenschutzanzüge? Nee, oder? Hosen, Tops, Handschuhe? Nee, du hast nur dieses, ja, medizinische Gedönse. Essen. Ab. Okay, wegen dem Spruch. Okay, ist klar. Turnkey. Wow. Okay. 3000. What? Guck mal, die Spritze hier kannst du sogar kaufen. 800. Die ist sogar günstig eigentlich. Wenn du damit eigene Phönixtränen herstellen kannst, aber du brauchst einen gewissen medizinischen Gel dafür. Burngel. Ah, guck mal, Wundgel ist da drin für die Verbrennung. Cool. Turnkey ist jenseits von gut und böse. Alter Verwalter.
Ab 230 Punkten könntest du erst die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ich weiß gar nicht, zahlst du dafür? Seht man nicht. Ich glaube, einmal hätten wir sogar umsonst. Und sonstiges ist eher unrelevant. Zigaretten für 300. Ich würde sagen, ich bin erstmal zufrieden. Wir haben noch 7000 auf dem Tacho stehen. Wir müssen jetzt da Munition erstellen, allen drum und dran. Ein paar Minuten habe ich noch. Wir fahren zumindest schon mal aus dem Händler jetzt dann auch raus. Also wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben die Ziel, wir haben die Visiere, wir haben sogar mein Visier, was ich favorisiere. Wir hätten höchstens noch ein Visier kaufen können für die Handfeuerwaffe, aber wir haben eins. Damit komme ich erstmal, glaube ich, ganz klar. Da muss ich mir meinen Favorit erstmal wieder aussuchen, welchen wir da genau dann nehmen sollten. Wir fahren da hinten wieder raus, oder? Sinn, ja. Wir fahren hinten wieder raus. Ach, cool. Sale. Das Schild ist geil. Das Schild ist geil. Okay, wir fahren jetzt erstmal wieder raus. Folgender Plan. Was wird demnächst passieren? Wir fahren jetzt tatsächlich einmal, ich fahre jetzt hier hoch. Hier lang, hier hinten lang, hier lang, hier lang. Wir looten vielleicht hier nochmal die Garagen durch, fahren dann aber weiter nach hier oben, fahren hier zum, vielleicht, wenn wir was finden, was wir verkaufen können, nochmal beim Händler vorbei oder ich was vergessen habe. Vielleicht kaufen wir nochmal ein Visier. Danach fahren wir hier vorbei. Müssen leider fahren, weil da Puppets gerade spawnen. Und dann fahren wir eben Richtung Gefängnis. Danach geht's nach Hause. Dann holen wir uns unsere MK18. Stellen Munition und so weiter natürlich her. Das machen wir vielleicht schon auf dem Weg sogar. Metallschrott haben wir erstmal ohne Ende. Wir brauchen noch Beaufladung. Hier sind viele Puppets gerade. Und dann geht's erstmal nach Hause. Zu Hause weiß ich noch gar nicht. Vielleicht bauen wir zuerst. Wir werden dann aber auch bald verlassenen Bunker machen. Versprochen. Den machen wir allerdings nicht alleine. Wir werden auch mal alleine reingehen. Aber den ersten möchte ich tatsächlich nicht alleine machen. Wir werden uns die auch nochmal in der andere Richtung, da müssen wir nochmal ganz nach unten fahren, hier unten das nochmal angucken. Da war ich auch noch nie drin. Die U-Boot-Fabrik, aber da diesmal jeden Tag eine Folge Scum kommt, haben wir Zeit für sowas. Und deswegen können wir sowas machen. Ich habe übrigens nach wie vor, gibt es noch zwei, drei Überraschungen für euch, die ihr nicht auf dem Schirm habt, die ihr gar nicht auf dem Schirm haben könnt, die aber sehr, sehr cool sind, die ich auch noch einbauen kann. Das kommt allerdings erst, wenn wir Langeweile haben. Momentan haben wir noch keine Langeweile. Erst jetzt geht's richtig ab, denn jetzt haben wir Visiere. Jetzt haben wir die Waffen. Wir sind komplett gesilenced unterwegs und jetzt wird es Spaß. Das kann ich euch versprechen. Und ja, wir fahren jetzt einem, wie gesagt, einmal ganz nach oben. Wir müssen ab und zu mal bei der Tanke anhalten. Wobei, wir würden, glaube ich, mit dem Benzin sogar bis nach Hause kommen. Aber dann wären wir leer. Müssen wir mal gucken. Wenn wir Spaß haben, schauen, wie weit wir kommen. Wir werden mal nicht tanken. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich habe noch 40 Einheiten Benzin, glaube ich. Das ist einmal halb vollgetankt, das Auto. Noch hinten im Auto drin. Wir tanken, glaube ich, mal nicht. Auf dem Weg und gucken einfach mal, ob wir von hier unten bis nach da kommen, wenn wir über das Schneebiom fahren. Also einmal hier über die halb, ja, fast über die ganze Karte fahren. Wie weit wir mit dem Benzin kommen. Wäre interessant zu wissen, glaube ich. So, wir fahren dann nach links hoch. Beim Krankenhaus könnte man nochmal vorbeischauen, nach Tourniquets jetzt dann auch gucken, aber ich glaube, das werden wir auch erstmal lassen. Ich möchte jetzt mal nach Hause meine neuen Waffen ausprobieren. Wir haben jetzt fast unser komplettes Geld dafür liegen lassen. Deswegen, das wird auch benutzt werden. Und ja, mit der nächsten Kohle habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir machen. Wir kaufen uns vielleicht Waffen, die wir nicht haben. Aber wir werden definitiv auch einige Waffen noch finden. Gerade wenn wir jetzt öfters Zeug ausräumen. Die M249 würde ich gerne schießen. Auch wenn das munitionsmäßig ein absoluter Albtraum ist. 60 Schuss kannst du da innerhalb von Sekunden durchjagen. Cool wäre übrigens eine Gatling Gun. Aber weiß ich nicht, ob das umsetzbar ist. Aber eine Gatling Gun wäre krass. Wenn noch reinkommen würde. Wie viel sind es? Ein paar tausend Schuss die Minute. Aber dann müsste man auch zumindest Sentry und Brenner damit töten können. Ohne Problem. Und natürlich Raketenwerfer wäre ganz cool. Kannst du hier leider nicht kaufen, aber Raketenwerfer würde ich gerne mal schießen. Beide. Aber müssen wir auch erstmal finden. Findest du, glaube ich, nur noch in den verlassenen Bunkern auch. Aber da werden wir auch noch reingehen. Und ja. Ich sag dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde offline wahrscheinlich bis zur Stadt fahren. Steinige mich bitte dafür nicht. Das mache ich irgendwann morgen mal. Wo wir looten werden, werden wir auf jeden Fall anhalten. Wahrscheinlich hier in der Stadt. Vielleicht schauen wir uns mal kurz die Fabrik an. Wobei, da sind zu viele Sentries. Ich mag das nicht. Die ist einfach scheiße zu spielen. Vielleicht gehen wir auch mal Richtung Airport. Das würde schon eher Sinn machen tatsächlich. Aber schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh, hier muss ich weiterfahren. Nee, nicht zum nächsten Mal. Hier darf ich nicht anhalten. Das wäre fatal. Wir müssen irgendwo anhalten, wo nichts ist im Idealfall. Wir fahren am Krankenhaus, glaube ich, vorbei. Wobei wir mal Spaß haben, wir unten für lang fahren können. Das ist, glaube ich, sogar ein Punkt. Ja, das ist verlassener Bunker, glaube ich, mittlerweile. Oh, den können wir mitnehmen. Dann nehmen wir vielleicht den verlassenen Bunker das nächste Mal mit. Park hier.
Vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und dann vielleicht Bunker. Gucken wir mal.